So, Leute. Jetzt überlege ich gerade, gehen wir jetzt zum Afterlife oder schauen wir nicht vielleicht noch irgendeine Nebenmission? Zumal 6. Machen wir das. Aber da. Da müssen wir noch warten und ich glaube, das wird erst freigeschalten, wenn wir die Hauptmission gemacht haben. Sehr hoch, das heißt, das wird noch nichts. Bedrohung Mittel, das heißt, das müssen wir machen. Ja, machen wir das. Machen wir zum Afterlife. Nichts wie hin. Natürlich der Vorteil, wenn man mit dem Motorrad unterwegs ist. Upsi. Nicht mehr da umgekehrt. Dann machen wir das. Upp. Stecken wir das ernsthaft fest. Na komm. Wenn ich schon ein paar Blätter nehme. Da ist meine. So, da. Da sind wir. Bechern. Hey, Jackie! Ich liebe dich auch, Mama. Servus, mein lieber Freund. Was gibt's Neues bei Signora Welz? Ach, du weißt schon, macht sich ständig Sorgen um mich. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Na logisch, du bist der Bulle. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Morgen. Sorry. Das ist alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Das Afterlife. Den Namen kennt man überall. Ehrlich? Nomadenclans sind hier an ein paar ihrer größten Jobs gekommen. Wundert mich nicht. Man kommt nirgendwo in Night City besser an Jobs. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Bin nicht da, Jake. Das war mal eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Wer hätte das gedacht? Ja, oder? Ist aber ewig her, als die Leute noch richtig begraben wurden. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei. Rein ins Afterlife. Oh yeah. Das ist es. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du es schlagen? Stell's dir vor. Susan Fowler. Boa Boa. Setz dich. Bin gleich bei dir. Sogar Morgan Blackhead. Haben alle hier gesessen. Sind an der Bar eingepackt.
Schau mal kurz um, Jacker, ja? Ja, wunderbar, die tanzen da im Wassertank. Und der Pilar. Wir gehen ja bei Wartvorsteller. Der mich interessiert sich extrem, ne? Woher willst du das wissen? Haben wir da? Wir hätten eine Schachtel, das ist natürlich alles Junk, den wir nehmen können. Jetzt komplett. Ja, da ist nicht mehr viel Haut da, ne? Alles schon verwurschtelt. Jetzt mal schauen. Da, der Aufzug. Kann man da was tun? Zugangssplitter, schaut. Jackie, komm gleich, ich muss mir da alles anschauen, sorry. War der genial aus, oder? Na ja, mal ein Cowboy. Die wollen alle nicht mit anreden. Jetzt kann man wurscht, der nächste. Alter, die nächste komplett umbaute. Naja. Brauchst Aufmerksamkeit, ha? Naja, du auch, oder? Sonst setzt du nicht so herrichten. Ja, schau, der Orgas. Der zweite tut es ein bisschen upschaukeln, ne? Wo geht's da hin? Hassel! Deine Lizenz wurde annulliert. Japantown ist für dich tabu. Du musst hier weg, kapiert? Vergesst es! Ich will jetzt mit Wakako reden. Ruf sie doch an. Sie ist bestimmt an deiner Meinung interessiert. Entschuldigung. Tu nix. Wir gehen aufs Klo. Das nehmen wir natürlich. Da schauen wir uns gleich mal in den Spiegel. Dort schauen wir aus. Verschlossen. Die Bitch hat uns wieder zu wenig Infos gegeben. Wir wissen zwar, was sie für Ausrüstung haben, aber nicht wie viele in dem Bunker sind. Großartig. Wird schon. Scham ist unser Glücksbringer, oder Scham? Hey, lass das, sonst antwortet er noch. Konzentrieren wir uns jetzt auf den Job. Also, wir schicken zuerst Drohnen hoch, damit wir nicht mit dem Kopf voran in die Scheiße springen. Okay, reden nicht weiter. Schaut. Guck ja, Jackie. Gestern Tag war ich weg vom Fenster. Ich bin völlig abgeschnitten. Man erkennt mich mehr. Jetzt werde ich tot. Sei froh, dass es Regina war. Ist noch nett. Jeder andere Fixer hätte dir beide Beine gebrochen. Mehrfach. Hä? Der nächste Cowboy. Ja, schau, da hat sie auch schon die Stelzen machen lassen.
Aber für die, die das brauchen, sowas, das war schon geil, wenn das gegangen hat, ne? Kein Problem, jetzt hast du was mit den Viers, kriegst du das mechanisch. Mal nicht einen. So, jetzt setzen wir uns zum Check, jetzt haben wir uns alles angeschaut. So, lieber Freund. Bin schon da. Endlich sind wir hier. Ah ja, scheiße, da kann man jetzt nicht wechseln, gell? Ja, da machen wir da keinen. Die Dame da? Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte, Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Zwei Johnny Silverhands, komm sofort. Ganz genau, Chica. Niemand hat seine Hausaufgaben gemacht. Meiner hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Steht ihr auf die Dialoge? Was muss ich tun, damit ein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Bom. Söldner Oberliga. Darauf trinke ich gern. Blutdreckiger Sadel da. Ist Glasl, ne? Ziemlich hoher Preis für einen Drink. Hey, jeder muss irgendwann sterben. Wieso nicht mit Stil? Ach ja, übrigens, ich bin Jackie Wells. Willst du schon mal mein Rezept aufschreiben? Klar. Beste. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuster Fund. Nur geschäftlich. Nichts Großes. Mr. Deschon erwartet euch. Ist Dex Stammkunde? Kommt er oft her? Er war eine ganze Weile weg. Hat sich hier volle zwei Jahre nicht blicken lassen. Kater geht eben seinen eigenen. Tja, wo immer er war, da kam ein paar Pfund leichter wieder. Vielleicht gab's dort doch keinen Pizzanotdienst. Woher weißt du das? Das gehört zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber, allesamt. Na gut, danke dir. Woher weißt du das? Ups, ach, jetzt hat es wieder übersprungen. Hals und Bein, Bro. Danke. Mann, Homie, du bist riesig. Studio? Ja. Ah, ich auch, im Ring. Machst du auch exotischen Kram? Kempo? Ninjutsu? Yep. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Tipo. Da. Da Jake. Ja, genau. Excelsior. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Na, wenn das nicht Mr. V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Erstes Mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Macht's euch bequem. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut.
Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über ziemlich heikles Zeug. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Mr. V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Wir waren im Compaqui Plaza. Du musst nicht verraten, direkt ne? Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm, hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel, Yorinobu Arasaka, der Kaisersohn und mutmaßliche Erbe. Mhm, der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Ich glaube, sie wollte mich nur begutachten. Sie wollte dich nur begutachten, hm? Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch ne? zur Vordertür des Compaqui Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Dann durchbrecht er mit Bugs Hilfe das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Harry Conwell. Ach, Harry. Ramon. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Du bist nervös. Konzernwaffendeal. Kenne von wo, das mache ich auch gern. Trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Haji Metaki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste. Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Moment. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir. T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Das Auto ist ein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man Stil echt mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Hätte gerne die Schuhe. Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Ja, was war das jetzt? Für Neulinge ist immer gleich und nicht verhandelbar. 30%. Bro, 30? Jeder Teil dieser Sache birgt Risiken. Das ist der Wert von eurem, so wie ich ihn einschätze. Komm schon, Dex. Das ist echt wenig. Moment mal, Homie. Wer hat den Flathead geholt? Und die Infos aus dem Braindance?
Außerdem gehen wir in ein Hotel richtig. Voller Sackerspackos, um so einem Mann sein Scheißspielzeug zu klauen. Wir sind der Job. Hm. Und wer sorgt für den Transport, den besten Netrunner, einen sicheren Plan und alle Infos? Willst du mich herausfordern? Da wollen wir schon mehr, ne? Jack hat recht, Dex. Wir wollen mehr als 30%. Wir sind mehr wert. Okay, 35. Letztes Angebot. Alles klar. Damit kann ich leben. Ist eine Weile her, dass mir jemand was abgeschwatzt hat. Ganz lustig. Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr 2 eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Ja, die haben wir uns schon genommen. Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber wann sehen wir unsere Eddies? Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in 1-2 Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Kreta? Schickst du mir eine Ansichtskarte? Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Sauberer Schnitt. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Wieso? Naja, die Leute erzählen viel Blödsinn. Alles, was wir hören, ist eine Meinung, kein Fakt. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren? Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay. Können wir dann gehen? Ich muss erst noch was erledigen. Sin problemas. Wir treffen uns beim Delamain. Denk nur dran, dich umzuziehen. Element Fahrzeug wartet auf Sie. Ja, ich werde mich dann eh umziehen. So, da haben wir den Anzug. Den steifen wir uns dann über. Ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir uns das ziehen statt dem T-Shirt. Vorher werden wir auch ein bisschen verkaufen und aussortieren. Drei Waffen da. Da ist sonst nichts. Na. Schau mich dann noch kurz um, lieber Freund. Da nicht einer. Da kommt man da her. Da ist Splitter. Chemikalien, die lautlosen Killer. Wir wissen seit langem, dass EWs massig schädliche Substanzen in unsere Luft pusten, darunter Aluminium, Kohlendioxid, Schwefeltrioxid und Schwefelsäure. Studien konnten zudem sogar tote rote Blutkörperchen mit E. coli und Natriumchlorid-Tafelsalz nachweisen. Man muss kein Wissenschaftler sein, um sich denken zu können, dass diese Substanzen dem Körper schaden. Wir haben herausgefunden, dass Schwefelverbindungen in einem derart geschwächten Immunsystem zu Krebs, Herzleiden und anderen Erkrankungen führen können. In manchen Fällen kommt es sogar zu spontaner, dentaler Hydroplosion und akuter Meningitis.
Ja, wunderschön. Oha. Gott sei Dank haben wir da reingeschaut. Ein legendären Mod. Plus 4 kritische Trefferchance. Oh yeah. Sehr schön. Das ist auch ein Schema gewesen, das weiß ich jetzt gar nicht. Habe ich jetzt nicht geachtet drauf. Schaut. Aber wir haben einen geilen Mod bekommen. Den wir uns natürlich aufheben. Weil diese Kleidungsmods und Waffenmods, wenn wir... Wo ist denn das? Unter technische Fähigkeiten. Hey, wir haben sogar Level Up gehabt, gell? Das ist vielleicht nicht schlecht, wenn wir wohl ein bisschen leise sein müssen. Der hat gern mal noch einen Schalldämpfer holen, einen gescheiten für unsere Pistole, dass wir leise sein können, dass wir nicht sofort alle Wachen aufmerksam machen. Das könnten wir uns ja jetzt eigentlich mal gönnen, oder? Machen wir das ganz einfach einmal. Das lassen wir noch. Da gehen wir eher da jetzt einmal hinein. Brauchen wir nicht. Sehr schön. Epische Items. Das wollen wir. So. Und irgendwo gibt es. Das ist natürlich super, wenn wir unsere Sachen selber herstellen. Das kann man zweimal upgraden. Das heißt, hergestellte Waffen 10% mehr Schaden. Das ist sehr, sehr geil. Das ist natürlich auch nichts wieder. Das braucht man nicht. Wo ist denn das eine? Verherstellungskosten. Das brauchen wir dann sowieso. Ausnahmetalent. Die legendäre Items zum Herstellen. Verbesserte Schadenswerte von hergestellten Waffen. Ui, da kann man noch mehr was reintun. Also das rein. Wo war denn das andere? Da, hergestellte Waffen 5% mehr Schaden. Zweimal, das ist 10% und da einmal nochmal 5% dazu. Geil, geil. Wo ist denn das? Da haben wir es. Wenn du ein Item zerlegst, gehen die darin angebrachten Mods nicht verloren. Das muss man sich jetzt genau anschauen, wo wir uns da hineinskillen. Ne? Und da kannst du halt dann Auflade, Multiplikator, Querschläger. Das Querschläger interessiert mich nicht so. Eher vielleicht wäre interessant zu probieren mit Tech-Waffen dann. Da muss man sich halt einmal ein bisschen durchprobieren, wenn wir dann einmal höher sind mit Level und Tech-Waffen bekommen, ob das vielleicht nicht so uninteressant ist. Nachladegeschwindigkeit von Smart-Waffen. Okay, da kommen wir nicht durch. Die Frage, ob wir auch bei ihr verkaufen können. Schauen wir mal, reden wir mal mit der Regina. Kann ich dir was bringen? Ah, die Claire. Schuss, ja, Regina, sag ich so. Als ich wegging, war das noch eine riesen Baustelle. Reden wir kurz mit dir. Auf der Life. Hier zu arbeiten, meine ich. Kann mich nicht beschweren. Es gibt nur selten Streit und der ist meistens schnell vorbei. Mörderisch gute Kundschaft. Das hast du gesagt. Ja. Das Geschäft läuft rund. Siehst du ja selbst. Kann nicht meckern. Trinken wollen die Leute immer und wir verschaffen Abhilfe. Danke. Kein Problem. Ruf einfach, wenn du was brauchst. Könnte einen Drink vertragen. Harter Tag. Heute. Was darfst denn sein? So, kann man jetzt bei ihr verkaufen? Verkaufen wir das legen wir. SPS haben wir an. Zack, zack. Die werden wir zerlegen. Da machen wir nichts. Die komische Hand verkaufen wir. Die alte Brünn. Das haben wir an, das was unterlegt ist, blau. Die Hosen brauchen wir auch nicht mehr. Damit.
Also für Krempel haben wir eh nicht eingesteckt eigentlich. Das ist im Prinzip wurscht, ja. Alkohol kannst ziemlich schmerzfrei verkaufen, da brauchst du nicht viel überlegen. Jetzt haben wir schon wieder 7.500. Was? Danke dir! Okay, zieh dir den Militech-Anzug an. Gut, eigentlich, da kann man jetzt eh nichts mehr. Oh, wir wollten uns eigentlich noch schnell was anschauen. Und zwar, wo ist denn da der nächste Waffenhändler? Da. Ich denke, du musst noch kurz warten. Zu dem werden wir jetzt dann nämlich noch schnell hupfen. Ist das einer, der bei uns oben, wo wir mit dem Aufzug rauffahren müssen? Ich glaube schon, nämlich, ja. Wäre nicht uninteressant. Wir da jetzt rein müssen, also Schalldämpfer. Obwohl, ja, braucht man nicht. Bin schon da. Also, bereit? Da haben wir uns ausgeputzt, nicht? Gar nicht so schlecht aus. Wir werden jetzt da zerlegen, den Krempel da. Das machen wir noch vorher. Sind ja alle schlechter, sehr gut. Na gut. Und da geht's dann los beim nächsten Mal. Wenn's weitergeht, sind wir schon bei einer guten halben Stunde. Leute, danke fürs Dabeisein. Bin schon gespannt, wie es weitergeht, was auf uns zukommt. Und dann werden wir mit Delamain zum Konpeke Plaza fahren und dort ein bisschen Unruhe stiften und uns in Relic holen. Danke fürs Dabeisein. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Baba.